So, jetzt wieder der Walter Mondiert. Guten Tag, YouTuber. Der Berufskollege mit dem Merlo ist wieder da. Alles parat, für den Roboter hier hinzustellen. Ne? Oh, der Roboter ist gesetzt. Hallo YouTuber, wie bist du wieder unterwegs? So, ich bin wieder am Beton holen. Und wieder einmal ist der Bahnübergang unten. Es läuft was auf der Baustelle. Und die Schwalben zu Besuch. Hier hinten wäre noch ein Schwalbennest. Ich hoffe, es sieht zwar nicht gerade aus, als wäre es bezogen, aber ich hoffe, sie kommen vielleicht noch. Aber ja, vielleicht ist es auch schon vorbei. Aber ich denke, die vermissen die Fliegen. Wir hatten immer zwei, drei mindestens Schwalbenfamilien. Und jetzt haben wir da alles rausgerissen. Keine Kühe mehr im alten Stall. Schade, hoffe, Sie finden ein neues Zuhause bei uns. Figu hat wieder einmal einen Blödsinn gemacht. Ich mache da Löcher für die Silo-Ausschnitte. Und ich habe da ein Loch geschnitten. Und dabei gerade die Lampe erwischt. Ich war noch schauen und dachte, nein, die kommen nicht. Das geht nebendurch. Aber habe nicht genau gemessen. Und was ist passiert? Figu hat sich getoschen. Jetzt gibt es da noch einen zweiten, aber da bin ich sicher, dass keine Lampe. Dass da keine Lampe im Weg ist. Hier habe ich angezeichnet. Jawohl. Ja, eigentlich wollte ich filmen, wie ich da sage, aber ich habe da die Kamera nicht aktiviert. Ja, jetzt seht ihr das Loch halt, wenn es fertig ist. Hier ist das zweite Loch. Die Kuh ist schon interessiert an den Sägespänen. Jawohl. Ja, jetzt sind die zwei Löcher gemacht. Ja, schade, habe ich da wieder in den Bock geschossen mit der Lampe. Aber das ist ja nicht so tragisch. Wahrscheinlich will die den Strom ersetzen. Es hat wirklich nur die Fassung erwischt, aber ja. Nur mit Schieben geht es nicht. Jawohl. Morgen werden da die Silos angeschlossen, die Füllleitung für den Roboter. Jawohl. Im Jura gibt es wahrscheinlich Gewitter, es blitzt.
was da anhaltend. Jetzt natürlich gerade nicht. Bei uns hört man nichts. Vielleicht kommt es noch, weiß nicht. Mache da noch den Rundgang. Schore da die Zwischengänge ab. Und den Schieber. Ich muss immer noch dabei sein, wenn der Schieber läuft. Oder wie soll ich sagen, ich muss mit demselben Kabel muss ich dann wieder die Tankkühlung betätigen. Darum kann ich nicht davonlaufen. Ich muss da warten, bis der Schieber fertig ist und dann wieder umstecken. Aber morgen wird das Tableau geändert oder das neue Tableau kommt. Dann kann das vielleicht dann automatisch gehen, hoffe ich, wäre froh. Da nicht immer dabei sein muss, ja. Und wieder umstecken, wenn der Schieber fertig ist. Ja, hier wurde auch gearbeitet. Sanitärinstallationen. Hier, das ist das Abwasser vom Luftentfeuchter. Kommt auch in Wasser. Seht ihr? Hier hat es auch wieder ein bisschen Beton gegeben. Hier wurde noch die Mauer vor dem Roboter betoniert. Das haben wir so geplant, erst wenn der Roboter drin ist, damit man ihn besser hineinstellen kann. Jawohl. Und hier draußen, ja, man sieht es nicht mehr, es ist finster. Morgen vielleicht das Milchzimmer, das Betonmäuerchen unten durch, die Betonmauer unten durch. Und dann kommt ein Kalkstein drauf, wird am Montag wahrscheinlich gemauert. Ja, so, ich wünsche euch. So, es ist schon spät, schon wieder nach 11, halb 12 fast. Hab da vorhin noch kurz den Wetterradar geschaut und habe gesehen über, ja, wie soll ich sagen, Koppigen bei Bauerhausi hat es wahrscheinlich ein Gewitter gegeben, denke ich. Da kommt morgen ein Film von Gewitter. Oder so. Ja, hoffe nicht zu schlimm. Ja, es sieht war violett rund um Koppigen. Hoffe, es hat da nicht noch Hagel gegeben. Dort im Ackerbaugebiet wäre das besonders nicht gut. So, ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss zusammen.